Hey, es gibt wieder einige Neuigkeiten zu dem neuen Event Age of Triumphs. Und zwar gibt es da drei große Blöcke, die Bungie uns sozusagen erläutert hat. Zum einen ist das einmal die wöchentlichen Aktivitäten, also im Allgemeinen. Dann der neue Dämmerungsstrike, die Modifikatoren und alles, was dazugehört. Dazu komme ich aber auch gleich. Und dann einmal, was es Neues im Turm zu entdecken gibt. Darunter zählt dann auch alles, was Tess angeht, also Tess Everest, den Store und Shax sowie den Silberstaubshop. Genau, aber wir gehen einfach mal der Reihe nach vor. Bungie fing an mit dem, was es im Turm Neues zu entdecken gibt, also fange ich damit einfach auch mal an. Zum einen, wenn ihr Age of Triumphs startet, dann erhaltet ihr von dem Sprecher eine 12-teilige Quest. Diese beinhaltet, dass ihr einige dieser neuen wöchentlichen Aktivitäten abschließen müsst. Unter anderem Dämmerungsstrike, Sieverkrise oder auch die wöchentliche Story-Playlist. Dazu komme ich aber gleich auch noch. Dann gibt es noch den Silberstaubshop und Tess Everest, wo es auch noch neue Sachen gibt. Tess verkauft jetzt das letzte Item in Destiny 1 und zwar die Treasure of Ages. Das sind solche Treasures, die das ganze Alte beinhalten, aber auch neue Sachen zu dem neuen Event. Einmal zu den ganzen alten Events, wie das Festival der Verlorenen, der Anbruch oder so ähnliche Sachen. Und dann halt, wie gesagt, die neuen Rüstungen für Age of Triumphs. Der Silberstaubshop wurde außerdem überarbeitet, sodass ihr Sachen, die ihr nicht aus diesen Schätzen bekommt, einfach aus diesem Silberstaubshop kaufen könnt. Da könnt ihr dann jetzt auch Schiffe, Sparrows oder auch Emotes kaufen. Das Silber bleibt, so wie der Silberstaub auch, in Destiny 1. Also das Ganze wird nicht übernommen in Destiny 2. Das heißt, Deej meinte im Stream, dass ihr auf jeden Fall, wenn ihr noch Silber habt, das jetzt für diese Schätze ausgeben solltet, weil da erhaltet ihr wirklich alles und habt die Chance auf alles Neue. Außerdem wurden auch die neuen Waffenornamente gezeigt, darunter auch für die Keinland außerhalb, die Vex Mythoclass, die Necrochasm, die Touch of Malice, also boshafte Berührung, den Drachenatem, Lord der Wölfe und auch die Suros Regime. Genau, dann ist man weiter zu Shax gegangen. Dieser hat zwei neue Weekly Bounties sowie Engramme für Jahr 1 Loot. Das Ganze gibt es auch in den Silberstaubshop, da gibt es auch diese Engramme, mit denen ihr Jahr 1 Sachen bekommen könnt, zum Beispiel von der Vorhut oder von den Fraktionen. Der zweite große Block ist dann die wöchentlichen Aktivitäten. Zum einen könnt ihr den Raid oder die Arena machen, das sind 93er Aktivitäten. Hier erhaltet ihr legendäre Marken sowie ein legendäres Engramm pro Woche. Dann gibt es noch den Dämmerungsstrike auf 380, der gewährt euch wie immer unbekannten Loot, also das ist ein bisschen Lootglück und ein Skelettschlüssel. Außerdem gibt es hier noch die Sieverkrise Playlist auf 350. Hier bekommt ihr eines der Treasure of Ages. Und dann gibt es noch eine PvP Playlist. Hier erhaltet ihr auch die Treasure of Ages sowie diese Weekly Story Playlist, die komplett neu ist. Auch hier könnt ihr eines dieser Treasures of Ages erhalten. Und diese Weekly Story Playlist bezieht sich immer auf zwei Planeten, zum Beispiel Mars und Venus. Und dann können darin alle Story-Missionen von Mars und Venus vorkommen. Und ihr erhaltet fünfmal die Woche legendäre Marken und wie gesagt eines dieser Treasure of Ages. Und Modifikatoren sind aktiv, ähnlich wie bei den Strikes. Das ist an der ganzen Sache im Prinzip neu. Dann kommen wir jetzt zu dem großen Block Dämmerung. Hier gibt es einen Balkon. Und zwar nennt er sich Daybreak. Das ist ein Modifikator, der dafür sorgt, dass es so ähnlich wie im Hexenkessel ist, dass eure Superschnelle auflädt, sowie eure Granaten und euer Nahkampf. Das Ganze klingt erstmal ganz interessant, könnte den Dämmerungsstrike aber etwas einfach machen. Deej bestätigt, dass das nicht der Fall ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein bisschen dazu führt. Das Ganze wird auch mit diesem Daybreak-Modifikator anfangen am 28. März. Und dann gibt es noch diesen Buff, den es ganz am Anfang gab, wo euer Kopf dann so blau leuchtet und ihr dann eine ganze Woche lang mehr XP für alles bekommt, eben bis zum Weekly Reset, wenn ihr den Dämmerungsstrike gemacht habt. Das ist auch wieder eingeführt worden. Dann gab es noch
eine kleine Überraschung zu sehen. Hätte ich nicht gedacht, dass man das schon in diesem Stream sieht. Das fand ich ganz interessant. Und zwar wird es im Crota Raid Crota selbst und die Todsängerin als Challenge geben. Das konnte man sehen, als die über die wöchentlichen Aktivitäten drüber gescrollt sind. Und da der Raid jetzt auch zu den wöchentlichen Aktivitäten gehört, konnte man das eben sehen. Das sind auch alle Sachen, die wichtig waren aus diesem Bungie-Livestream. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Mich würde aber natürlich auch eure Meinung interessieren. Was haltet ihr von dem Event? Was haltet ihr von den Waffenornamenten, von der Story-Playlist oder von dem neuen Dämmerungsmodifikator? Schreibt mir das alles in die Kommentare und von meiner Seite war es das erstmal und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!